bedeutet, du würdest in der Gemeinde eine Frau predigen lassen? Für mich persönlich als Pastor einer Gemeinde gibt es ja auch keine Option zu sagen, ich nehme das einfach raus, obwohl es viel, viel angenehmer wäre in unseren heutigen Tagen. Macht man sich fast schon irgendwie was vor und versucht es irgendwie so auszulegen, dass es einem irgendwie passt, aber dennoch ist es gerade eine Frau, die Männer lehrt. Stimmt, habe ich lehrt gesagt? Genau auf das Wort, worauf es ankommt. Es geht gerade nur darum. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video bei Liebe zur Bibel. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast da, ich habe Waldemar Justus hier. Ich freue mich richtig, dass du heute da bist, vor allem bei so einem schwierigen Thema. Hast du Lust, dich ganz kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst? Ja. Mein Name ist Waldemar Justus, ich bin Pastor in der Christusgemeinde in Emmendingen. Wir gehören zu dem Bund der Baptistengemeinden in Deutschland. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und ja, darf heute hier zu Gast sein und über dieses spannende Thema mit dir sprechen. Ja, richtig cool. Wir sprechen echt über das Thema, darf eine Frau predigen? Also mir sind nicht so viele Pastoren bekannt, die sich wirklich diesem Thema stellen, auch in der Öffentlichkeit. Ich kenne das eher, dass man das versucht, unterm Deckmantel irgendwie noch zu argumentieren und so, aber so öffentlich erlebe ich selten, dass Pastoren sich dem Thema stellen. Von daher freue ich mich einfach richtig, dass du da bist und dass wir darüber richtig ausgiebig heute mal reden können. Gerade auch über diesen Vers in 1. Timotheus. Ich finde, der wird auch in dieser Debatte irgendwie oft ausgelassen. Aber vielleicht magst du einfach starten. Hast du irgendwas auf dem Herzen vor, was du uns mitgeben möchtest, bevor wir in das Thema reinstarten? Ja, ich glaube, das Thema ist essentiell. Du weißt es vielleicht am allerbesten, dass die Geschlechterfrage eine ziemlich intensive Frage in unserer Zeit ist. Und da braucht es Antworten. Aber wir müssen auch Acht geben, dass wir ein offenes Herz haben in dieser ganzen Debatte. Denn oftmals erlebe ich bei hochemotionalen Themen, dass wir die ganze Zeit eigentlich dabei sind, zu warten, bis unsere Meinung irgendwie bestätigt wird. Dass es eine mangelnde Offenheit gibt, eine mangelnde Lernbereitschaft, sich diesem Thema zu stellen. Und man beim Zuhören oft einfach nur darauf wartet, dass ich irgendwie bestätigt werde in dem, was der andere sagt. Voll. Und vor allem, wenn es ungewohnte Theorien oder Ansätze, Auslegungen zu Bibeltexten gibt, besteht die Gefahr, dass wir das, was wir hören, aber noch unbekannt ist, einfach in eine Schublade stecken und meistens in die Verdammungsschublade. Und da, glaube ich, brauchen wir, wenn wir uns diesem Thema widmen, unsere Zuhörer, aber auch wir selber, dass wir lernbereit sind, denn unser Erkennen ist Stückwerk. Und du und ich haben auch in dieser Thematik in den vergangenen Jahren auch einen Prozess hinter uns gebracht. Voll. Und da werbe ich sehr für Offenheit, wenn wir jetzt in 1. Timotheus hineingehen. Ja, cool. Dann lass uns doch mal direkt starten mit dem Vers aller Verse in der Bibel. 1. Timotheus 2, 12 bis 14 oder was schlägst du vor? 11 bis 14. 11 bis 14. Das denke ich gut. Okay. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Amen. Ja, Amen. Ja, ist es so einfach für dich, Amen zu sagen, wenn du diesen Vers liest? Ich muss echt gestehen, am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, den Vers zu lesen. Und für mich war irgendwann, ich habe den einfach erstmal so hingenommen, okay, eine Frau muss ihren Mund halten, da steht ja, sei still. Und habe das dann einfach geschluckt oder mir wurde das auch so vorgemacht. Von außen kannte ich auch nur Christen, die den Vers so ausgelegt haben, dass eine Frau halt auch nicht predigen darf. Wobei mir erst gesagt wurde, eine Frau darf nicht predigen und dann wurde auf den Vers verwiesen. Mhm. Also es war nicht andersrum eigentlich. Mhm. Aber ich habe damit natürlich auch meine Probleme gehabt und musste über die Jahre, also es ist wirklich ein Jahresprozess, gucken, okay, was meint Gott eigentlich mit der Stelle? Weil es bringt nichts, einfach nur den Vers für mich zu lesen. Es gibt so viele andere Verse, ne, wo steht, die Frau bedeckt ihr Haupt oder grüßt einander mit dem heiligen Kuss, wobei das gilt jetzt für die Brüder. Aber es sind alles so Themen, wo ich denke, welche neutestamentliche Anweisung ist wirklich zeitlos gültig und welche nicht? Und welche kann man mit Kultur einfach wegargumentieren, wovon ich auch nicht der Fan bin? Von daher finde ich es voll spannend, einfach zu gucken, was meint Gott eigentlich mit dieser Stelle. Ne? Weil ein allgemeines Schweigeverbot kann ja nicht gemeint sein. Hier steht, er soll sich absolut still verhalten. Das kann ja nicht gemeint sein, wenn Paulus zuvor sagt, sie weissage in der Gemeinde. Aber darauf kommen wir jetzt gleich. Mhm. Aber unsere Zuhörer würden vielleicht einige sagen, kannst du doch diesen ganzen Vers einfach weg. Warum hast du diese Freiheit nicht, gerade als Frau zu sagen, ich sag mal, das schneide ich sozusagen aus meinem Glaubensleben, aus meiner Theologie einfach raus. Das ist eine gute Frage, weil da können wir auf unsere Hermeneutik mal drauf eingehen, auf unser Schriftverständnis. Wir glauben ja, dass die Bibel wirklich absolut irrtumslos ist, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und es ist nicht einfach Menschenwort, sondern es ist Paulus' Meinung und
hier schreibt Mose aus seiner Sicht, sondern nein, das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und wir glauben wirklich, dass das von Gott kommt, das Wort. Mhm. Wirklich reines Gotteswort mhm. ist. Deswegen möchte ich auch den Vers ernst nehmen und möchte gucken, okay, inwiefern steckt jetzt vielleicht Paulus' Meinung mit drin, weil das gibt es ja auch. Mhm. Wobei ich oft sehe, dass Paulus dann auch sagt, das ist meine Meinung. Das mhm. sagt er dann meistens dazu. Von daher, ja, also ich glaube, da ist Hermeneutik einfach ein gutes Stichpunkt. Also wir glauben nicht, dass das hier Menschenwort ist. Ja, vor allem, wenn wir im Timotheusbrief sind, ja. da sehen wir, dass Paulus gerade das auch etabliert, dass die Schrift mhm. von Gott eingegeben ist, mhm. vom Geist auch eingehaucht ist. Also gerade der Timotheus, der das erste Mal gelesen hat, wusste, die Schrift, die ich lese, ist inspiriert mhm. von Gott. Und dort finden wir mhm. halt auch diesen Vers. Mhm. Und für mich persönlich als Pastor einer Gemeinde gibt es ja auch keine Option zu sagen, ich nehme das einfach raus, obwohl es viel, viel angenehmer wäre in unseren heutigen Tagen. Aber wir sehen im 1. Timotheusbrief viele Anweisungen, wie wir mit Geld umgehen sollen, wie wir mit Witwen umgehen sollen, wie wir mit falscher Lehre umgehen, Qualifikationslisten für Diakone und Älteste. Und aus meiner Sicht sind all diese Dinge bindend und keine Option einfach, die Gott darstellt, sondern wollen auch von uns Loyalität und Treue, dass wir den Dingen auch folgen. Und so glaube ich auch, dass in dieser Frage wir uns nicht einfach wegducken können und auch nicht einfach sagen können, ja, das ist zeitbedingt oder kulturell, denn wir sehen hier, dass Paulus Begründung, und das ist für mich ganz wichtig, dass man sich das nicht zu leicht macht. Paulus sagt nicht, die Frau soll nicht lehren, weil sie nun einmal jetzt im ersten Jahrhundert nicht so gebildet ist wie die Männer oder so, als wenn der Bildungsgrad oder der Intellekt irgendwie abhängig wäre, was Gott durch einen Menschen tun kann. Im Vergleich zu uns waren viele Menschen ungebildet, aber Jesus hat auch ungebildete Menschen in seine Nachfolge gerufen. Und wir sehen in diesem Text, dass Paulus eben nicht sagt, aufgrund unserer kulturellen Gegebenheit ist das jetzt gerade ein Gebot oder ein Verbot für die Frau, sondern er bettet es ein in die Schöpfungserzählung. Yes, genau. Das ist das Spannende daran. Ne? Also das finde ich so spannend. Ich glaube, wir müssen da viel weiter und tiefer graben, um diesen Vers in seiner Fülle zu verstehen. So, und vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, das ist eine Auslegung, also würde ich jetzt persönlich sagen, ich weiß nicht, wie du das jetzt formulieren würdest, weil es gibt verschiedene Auslegungen dieses Bibelverses. Und da muss jeder prüfen nachher anhand der Schrift oder ja auch mit Kraft des Heiligen Geistes, was will der Autor damit sagen. Genau, ich denke, du startest am besten. Wie können wir, also wo fangen wir an, wenn wir diesen Vers verstehen möchten? Du hast eben gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Auslegungen. Das ist natürlich richtig und wir sind natürlich auch nicht so blöde, dass wir das um diese verschiedenen Auslegungen auch nicht wissen würden. Die Frage ist aber, was ist am meisten konsistent im Lichte der gesamten Schrift? Mhm. Und wenn ich von diesem Text ausgehe und sehe, hier gibt es eine Argumentation, eine direkte Argumentation, die in die Schöpfung hineingeht, dann muss ich schauen, gibt es hier Prinzipien, die ich in der Schöpfung, in der Erschaffung von Mann und Frau finde, die mir diesen Text hier erklären. Ja. Und da ist aus meiner Sicht Folgendes festzuhalten, dass der Schöpfungsbericht zwar Unterschiedlichkeit von Mann und Frau auch beschreibt, aber bevor wir auf die Unterschiedlichkeit gehen, ist, denke ich, wichtig, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, auch zu sehen, dass es auch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau betont und es nicht um ein besser oder schlechter zwischen Mann und Frau geht. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also das Ebenbild Gottes ist nicht nur Mann, sondern Mann und Frau. Und beide repräsentieren gleichermaßen das Ebenbild Gottes, sind Co-Regenten auf dieser Erde und haben beide eine Verantwortung hier in diesem Leben. Ein Vers weiter heißt es, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich finde es interessant, dass Mann und Frau hier eine gemeinsame Mission haben und nicht nur der Mann eine Mission hier hat. Und beide herrschen als vollwertige Ebenbilder. Beide werden von Gott angesprochen und beide werden auch von Gott gesegnet. Es ist nicht so, dass der Mann eine Besonderheit in sich hat, sondern beide sind besonders und beide sind auch gleich wertvoll und hatten darum auch viel Spielraum, sich im Miteinander auch zu entfalten, im Leben, auch in der Schöpfung, die Gott angelegt hat. Aber würdest du sagen, dass es da eine unterschiedliche Rollenverteilung schon gab bei der Schöpfungsgeschichte? Ganz genau.
Die Gleichwertigkeit ist das eine. Und dennoch sehe ich, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte ansehen, dass Gott dem Mann die erste geistliche Verantwortung gegeben hat. Nicht die alleinige geistliche Verantwortung, aber die erste geistliche Verantwortung. Und das sehen wir auch in 1. Mose 2, Vers 16 bis 18. Da spricht Gott in den Augenblick, wo Eva noch gar nicht da ist. Dort heißt es: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut. Und jetzt kommt der Switch. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also ein Gegenüber möchte er schaffen. Zuerst kommt das Wort Gottes, was er dem Mann weitergibt. Und danach kreiert er Eva. Und ich sehe hier, dass der Mann als Haupt, als geistliche Führungsrolle die erste Verantwortung übernehmen soll und für Konstanz, Stabilität und Sicherheit sorgen soll. Denn Gott spricht hier eine Warnung aus. Hier gibt es eine Gefahr, vor der du stehst, und ich vertraue dir das an. Woher sollte Eva das wissen, dass es diese Gefahr gibt? Adam hatte diese Rolle, dieses Wort Gottes hochzuhalten. Und interessant ist dann, dass kurz danach, schon im nächsten Kapitel, leider wird ja die Schöpfung Gottes sehr schnell auch zunichte gemacht oder kompromittiert, könnte man sagen. In 1. Mose 3, Vers 1 tritt auf einmal Satan auf, wo es heißt: Die Schlange sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und in Vers 6 lesen wir dann: Sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Und an dieser Stelle finde ich es wichtig, mal kurz innezuhalten. Die Schlange fragt nicht den Mann, sondern zuallererst die Frau. Und eben gerade aber haben wir gesehen, dass Gott dem Mann das Gebot gegeben hatte. Für Sicherheit soll er sorgen, in diesem Garten mit dem Wort Gottes ausgerüstet. Aber der Satan greift hier anscheinend die Rollen der Geschlechter an. Und versucht, das zu verkehren. Das macht der Satan übrigens immer. Dass er immer das Gegenteil tut von dem, was Gott tut. Und spannend finde ich, und das ist eine viel zu wenig beachtete Information in unserem Text, dass Adam nicht weg ist, sondern Adam ist bei ihr, heißt es. Und Eva ist, Adam sagt nichts. Adam ist passiv. Er lässt das einfach mit seiner Frau geschehen, obwohl er ein ganz klares Wort von Gott anvertraut bekommen hatte. Und er nutzt nicht das, was Gott ihm anvertraut hatte. Und er scheitert hier, entscheidende Impulse zu setzen, Warnungen weiterzugeben, die er gehört hat, die Gott ihm anvertraut hat. Und wir sehen hier einen Mangel an Sicherheit, einen Mangel an Schutz, Geborgenheit, Verteidigung und auch einen Mangel an Weisung. Und wenn du dann ins Neue Testament gehst, Römer 5, spricht Paulus davon, dass die Sünde durch wen in die Welt kam? Einen Menschen? Durch Adam. Durch Adam. Aber eigentlich, als ich das mal gelesen habe, dachte ich: Moment mal, Paulus, du liegst falsch. Die Sünde kam durch Eva in die Welt. Die Frauen sind schuld, aber nicht wir. Aber kann man sagen, dass Adam gemeint ist? Weil Adam bedeutet ja eigentlich auch einfach nur Mensch, oder? Ja, und das ist richtig. Aber Mensch wird in der Schöpfungsgeschichte durchaus Adam betitelt. Okay. Der Mensch und seine Frau. Also hätte Gott ein anderes Wort. Und der Adam ist auch der Haupt sozusagen der Menschheit, der die Menschheit in die Sünde gerissen hat. Ja. Deswegen brauchen wir ein neues Haupt, was uns erlöst von der Sünde. Ja, war cool. Aber wie kommst du jetzt von diesem, jetzt haben wir viel über Rolle Mann und Frau gesprochen, Schöpfungsordnung. Wie kommen wir jetzt eigentlich von diesem Thema auf das Thema Lehren? Wie stellst du diesen Bezug dar? Den haben wir jetzt, weil Paulus das ja letztlich mit der Schöpfungsordnung auch begründet. Wie kommen wir jetzt auf das Thema Lehren? Wichtig finde ich zu beobachten, dass in der Schöpfungsgeschichte sehen wir, dass Satan versucht hat, die Rollen zu verkehren. Und die Menschen auch sich auf dieses Spiel eingelassen haben, aber Gott es nicht interessiert hat. Wir sehen, dass als Gott dann wiederkommt, dass er dann den Mann zur Verantwortung zieht. Dass er ihn ruft. Ja. Das heißt immer wieder, wer hatte dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten hatte, dass du nicht von ihm essen solltest? Und hier sehen wir, dass
Gott den Mann zur Verantwortung zieht und ihm also auch in Gemeinde eine besondere Verantwortung gegeben hat, das haben wir in 1. Timotheus gelesen, dass er das Wort Gottes hochhalten soll und durch dieses Wort Gottes, durch Lehre, soll er für Sicherheit sorgen in der Gemeinde und auch Schutz bieten innerhalb der Gemeinde. Mhm. Das Ding ist, dass der Begriff der Lehre, wenn wir uns ihn neutestamentlich anschauen, dass er sehr ein großes Spektrum hat. Es gibt, wenn wir uns den Begriff der Lehre anschauen, nicht nur diese eine Weise der Lehre, die der Mann ausüben soll, sondern wenn wir genau hinschauen, wird auf vielfache Weise in der Bibel gelehrt. So sehen wir zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 26. Da wird das gar nicht genauer definiert, aber da wird ein charismatischer Gottesdienst beschrieben, also charismatisch im Sinne von, dass der Geist Gottes sehr unterschiedlich Menschen begabt und befähigt, zu sprechen in den Versammlungen. Und dort heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. So, da ist irgendwie jeder involviert. Und dort wird einfach auch hineingebettet, jeder hat eine Lehre. Aber es wird noch nicht genauer gesagt, in welcher Weise wird eigentlich gelehrt. Und in Titus 2 sehen wir, dass ältere Frauen jüngere Frauen lehren. Timotheus wurde als Kind von seiner Mutter und von seiner Oma gelehrt, heißt es. In Sprüche 31, Vers 26 wird von der idealen Ehefrau geschrieben, die Menschen unterweist. Also Menschen lehren von ihrem, ich sag mal, Unterricht. Und in 1. Korinther 14, 31 sehen wir auch, dass die Gemeinde Propheten hat. Und wir wissen, dass es nicht nur Männer sind, sondern dass es Männer und Frauen gab, die prophetisch gewirkt haben. Und das heißt, dass man von ihnen lernt. Und Matthäus 28 ist für mich da auch ein ganz wichtiges Wort, was für mich gerade in den letzten Monaten so besonders wichtig geworden ist. Da haben wir einen Missionsauftrag. Und der Missionsauftrag ist an alle Jünger gerichtet, Jünger zu machen. Hast du gerade im Sinn, welche Elemente dazu dienen, Jünger zu machen? Was sollen wir tun, wenn wir Jünger machen? Geht und lehrt, ne? Unter anderem, genau. Wir sollen taufen. Oder verkündigt, meine ich, verkündigt. Ja, auch, ja. Auch, genau, richtig. Wir sollen zu Jüngern machen, wir sollen sie taufen und wir sollen sie auch lehren, all das zu halten, was Jesus geboten hat. Ja, stimmt, wir sollen sie, ja. Stimmt. Ganz genau. Und das ist ja nicht nur ein Ding, was Männer machen, sondern alle Jünger sollen das machen, alle, die Jesus nachfolgen. Oder Priscilla und Aquila. Mhm. Auch so eine Art Studiengruppe, die sich zusammentrifft und andere unterweist und lehrt, tiefer im Wort Gottes verankert zu sein. Also ich sehe da, bevor wir sehr stark auf das, was Paulus bei Timotheus einfordert, dass Frauen nicht lehren sollen, müssen wir erstmal sehen, da gibt es ein großes Spektrum an Lehrbeteiligung von allen Jüngern. Und für mich war es eine interessante Beobachtung zu sehen, dass auch unter den konservativen Theologen auch das gewertschätzt wird und auch gesehen wird. Piper und Grudem, also John Piper und Wayne Grudem, schreiben zum Beispiel gemeinsam, Lehren und Lernen sind so breit gefächerte Begriffe, dass es unmöglich ist, dass Frauen Männer nicht lehren und Männer nicht in gewisser Weise von Frauen lernen. Wer hat das jetzt genau gesagt? John Piper und Wayne Grudem. Also die haben das gemeinsam gesagt? Genau, die haben ein Buch verfasst und dort findest du dieses Statement, was von den beiden rausgegeben wurde. Okay. Und die kommen vielleicht am Ende, werden wir ja aufdröseln, was unsere Lösung ist. Ja? Die sind ein bisschen da anders unterwegs, aber das registrieren sie. Eigentlich ist jeder auch am Lehren und merken, es gibt so eine Art allgemeinen Lehrauftrag. Und so wahr ich auch 1. Timotheus 2 halte und es auch hochhalte, das, was Paulus dort sagt über die Lehrverantwortung der Männer und eben nicht der Frauen, lese ich gleichzeitig Kolosser 3, Vers 16. Vielleicht kannst du es eben mal vorlesen. Voll gern. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Also hier haben wir einen Paulus, der zum einen sagt, Frauen ist es nicht gestattet, in der Gemeinde zu lehren. Und wir sagen Amen zu diesem Vers und lesen aber Kolosser 3, Vers 16, wo Paulus sagt, dass wir uns gegenseitig belehren sollen, gegenseitig ermahnen sollen in aller Weisheit. Das Wort des Christus soll reichlich in uns wohnen. Und da merken wir, dass Piper und Grudem
auf dem richtigen Weg sind, dass sie da merken, da gibt es eine Differenzierung. Und für mich war es eine große Erkenntnis auch zu lesen, dass auch ein bekannter Theologe, Tom Schreiner, der ja auch in eurer Gemeinde mal gepredigt hat, der bezieht sich auf diesen Vers und der gibt Folgendes wieder. Kolosser 3, Vers 16 und 1. Korinther 14, 26 bezieht sich nicht auf die autoritative öffentliche Lehre, das werden wir uns gleich nochmal anschauen, sondern auf die informelle, gegenseitige Unterweisung, die unter allen Gliedern des Leibes stattfindet. Leider verbieten einige Kirchen den Frauen sogar diese Tätigkeit, obwohl sie eindeutig mit der Schrift übereinstimmt, wie wir gerade gelesen haben. Dies ist jedoch etwas ganz anderes als die autoritative Weitergabe der Tradition, die Paulus in den Pastoralbriefen im Sinn hat. Eine solche autoritative Lehre ist typischerweise eine Aufgabe der Ältesten oder Aufseher, wie wir es in den Pastoralbriefen eben gerade gelesen haben. Und es ist wahrscheinlich, dass Paulus hier an sie denkt. Frauen ist es also untersagt, als Pastoren, Älteste oder Aufseher zu fungieren. In der Praxis bedeutet dies nicht, dass es Frauen immer verboten ist, sich an ein gemischtes Publikum aus Männern und Frauen zu wenden. Es gibt durchaus Kontexte, in denen dies angebracht ist. Frauen sollten jedoch niemals als Pastoren oder Älteste dienen. Das hat Tom Schreiner so gesagt? Genau. Oh, wunderlich, ja. Sein Ergebnis am Ende ist, dass Frauen dann zum Beispiel in dem Gottesdienst auch nicht predigen sollten. Ja. Aber ich sehe dann eine gewisse Inkonsistenz. Mhm. Aber erst einmal möchte ich würdigen, Bibellehrer erkennen, es gibt eine vielfältige Lehrbegabung, aber Paulus hat irgendwie etwas im Sinn im 1. Timotheus, was allein in den Männern obliegt. Und gibt es eine Bibelstelle, die du im Sinn hast, die die Lehre des Mannes betont oder die autoritative Lehre betont? Ja, also ich sehe im Neuen Testament einen allgemeinen Lehrauftrag, aber besonders in den Pastoralbriefen, also die Briefe an Timotheus und an Titus, da sehe ich, dass Paulus sehr dezidiert darüber schreibt, es gibt eine Weise zu unterrichten in Gemeinde, die auch nicht einfach allen Männern obliegt, sondern ganz besonders den Leitern der Gemeinde. Und dieses Amt wird in der Bibel oft Pastor oder Ältester bezeichnet. Und das ist ein Lehren mit einer unvergleichlichen Autorität. Es ist nicht ein allgemeines Lehren, sondern es ist ein Lehren, was einem Herrschen gleichkommt. Deswegen sprechen wir in der Theologie dann von autoritative Lehre. Nicht einfach nur ein Unterrichten im allgemeinen Sinne, sondern ein Unterrichten, was eine Autorität ausübt und so eine Art Regentschaft ausübt. Ich verstehe den Punkt voll und ich kann da auch voll, ich kann den total nachvollziehen. Ich frage mich, also ich habe das noch nicht so ganz in der Schrift, wo lese ich das ganz genau? Also weil ich sehe den Auftrag, wir sollen einander lehren und das schließt für mich nicht aus, dass Frauen Männer lehren sollen und andersrum genauso, weil sonst würde das hier auch wahrscheinlich stehen. Also das und die Bibel widerspricht sich ja nicht. Also der erste Timotheusbrief muss ja irgendwas aussagen. Und das ist das, was du sagst, ist die autoritative Lehre. Jetzt frage ich mich, gibt es einen Bibelvers, der auf diese autoritativen Lehre abzielt? Weil das würde ich interessant finden. Das ist oft diese Rückfrage. Waldemar, du sprichst von autoritative Lehre. Was ist das eigentlich und so weiter? Und wo finde ich das? Genau. Und in den Pastoralbriefen sehen wir, dass dort, wo es die Restriktion gibt, dass berufene, geistbegabte Männer auf diese Weise lehren sollen, dass Paulus das auch kombiniert mit diesem Herrschaftsanspruch, so möchte ich das mal nennen. Wir lesen in 1. Timotheus 4, Vers 11 zum Beispiel, dass Timotheus aufgefordert wird von Paulus, dies gebiete und lehre. Also hier kommt zu der Lehre ein Gebieten hinzu, wo es nicht dann darum geht, ich spreche einfach mal eine Wahrheit in den Raum aus, sondern das, was ich hier sage, hat eine Bindungskraft für diese Gemeinschaft, die ich gerade unterweise. Spannend. Das ist nicht das Kolosser 3-Ding, wo alle zusammenkommen und sich gegenseitig ermutigen und stärken mit Weisheit von Gott, sondern hier kommt eine Autorität hinzu. 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 4 heißt es, predige das Wort, steh bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Hier haben wir wieder diesen Lehrbegriff. Aber das gilt jetzt nur für Männer. Also Paulus sagt das ja an Timotheus, das ist mir schon bewusst. Ich benutze den Vers auch oft für mich selbst. Kann ich den für mich verwenden oder ist der jetzt nur für Männer gedacht? Also
zu jeder Zeit bereit zu sein, Gottes Wort zu teilen, ist richtig. Aber hier kommt jetzt noch eine Facette hinein, wenn er weiterspricht, was man denn mit aller Langmut und Lehre tun soll. Da schreibt er weiter, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Und hier kommt auf einmal so ein Aspekt zum Tragen, da werden Kräfte in der Kirche groß, die versuchen, die Wahrheit zu schmälern, Lüge hineinzuplatzieren und das abzuwenden, das geschieht durch Lehre. Und wir lesen, und das ist dann das Letzte, im Titusbrief, Kapitel 1, Vers 9, wer das machen soll, vorrangig. Dort heißt es, der Älteste ist jemand, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Mhm. Und hier sehen wir einen direkten Link zu unserem Anfang, wo wir von Adam gesprochen haben, welche geistliche Verantwortung der Mann hat. Dass es hier um Bewahrung, Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, Verteidigung, Fürsorge und Weisung geht. Ja. Denn wenn jemand in der Gemeinde aufsteht und wilde Theorien über Gott weitergibt, ist die Frage, wer steht da auf? Natürlich sollen alle gewappnet sein. Aber es gibt eine Erwartungshaltung, wo sind die Väter im Haus, die jetzt auch verteidigen, die sich schützend vor die Gemeinschaft stellen? Und womit tun sie das? Das machen sie nicht mit Fäusten. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern sie tun das auf geistliche Weise und das tun sie mit dem Wort Gottes. Und deswegen sehen wir hier, Paulus möchte, dass Männer ihre schöpfungsgemäße Verantwortung übernehmen, sich nicht davor wegducken, sondern ihrem Mann stehen und das tun. Aber nicht jeder mögliche Mann, sondern Älteste sollen das tun mit Lehre, die autoritativ ist. Wo ich hingehe und sage, wir hören hier gerade eine Menge Theorien, aber wir sagen mit Autorität, das ist die Weise, wie wir glauben und das ist die Weise, wie wir leben. Also die Ältesten rammen die Flöcke ein und sagen, das sind die Standards des Reiches Gottes, das sind die Standards der Gemeinde und die definiert ja nicht jeder Mögliche. Und vielleicht lenkt auch die Gemeinde vielleicht auch in eine Richtung einfach, ne, und gibt den Kurs an in der Gemeinde, wohin gehen wir als Gemeinde überhaupt? Ganz genau. Es gibt gerade so viele Fragen, die aufploppen in der Gemeinde. Du thematisierst sie ja auch auf Instagram in aller Breite. Ja. Und da ist die Frage, was nehmen wir als Weisung für uns als Gemeinde? Mhm. Denn viele sind verunsichert in vielen fundamentalen Fragen. Mhm. Und da ist die Frage, wer trägt hier die Verantwortung? Und das kann nicht sein, dass es ein demokratischer Prozess ist. So, hey, ich sehe das so. Gott hat da eine Idee. Es braucht Hirten, ja. Es braucht Hirten, ganz genau, die Schafe weiden. Ja. Gut, wir haben jetzt das Thema Lehre einmal besprochen. Ich würde ganz gerne noch das Thema Predigen besprechen. Mhm. Weil oft wird mir vorgehalten auch, ne, ich predige ja zum Teil auch, eine Frau soll nicht lehren, kriege ich dann an den Kopf geworfen. Und ich denke mir oft, okay, eigentlich steht, eine Frau soll nicht predigen, genau. Und ich gucke in den Text und finde keinen Bibelvers, der mir als Frau verbietet zu predigen, sondern ich sehe einen Bibelvers, der sagt, ich gestatte einer Frau nicht zu lehren. Mhm. Also das ist schon mal der erste große Punkt, den ich genau aufführen möchte. Dann glaube ich, möchte ich auch nochmal die Unterscheidung treffen zwischen Lehre und Predigt, einfach weil die Bibel selbst unterschiedliche Wörter benutzt im Griechischen. Und zwar haben wir, das hattest du vorhin erwähnt, den Missionsbefehl in Matthäus 28, geht raus, verkündigt das Evangelium, ja, und verkündigt... Markus steht, 16 zum Beispiel. Ja, genau, das ist mein Lieblingsvers. Da steht im Griechischen das Wort kyrisso und es bedeutet verkündigen oder predigen. Also das wird... In englischen Übersetzungen steht preach. Ja. Also Verkündigung heißt predigen letztlich. Und Lehre, das Wort, was für Lehre benutzt wird, ist Didaskos. Genau, Didaskos. Und das bedeutet lehren. Also ich glaube, man muss das schon unterscheiden zwischen Predigt und Lehre, denn die Bibel selbst macht da einen Unterschied. Also es gibt auch die beiden Wörter in Kombination miteinander, auch gerade in der Apostelgeschichte, lehrt und verkündigt. Ja. Finde ich auch ganz spannend. Ja. Aber die Bibel zieht schon diesen Unterschied zwischen Lehre und Predigt. Und das finde ich voll interessant. Also wenn man da tiefer in den Urtext geht und sieht, okay, es werden auch sogar unterschiedliche Wörter für die beiden Begriffe genutzt.
Ja. Genau, jetzt ist die Frage, was unterscheidet, und das ist halt die große Frage, weil das frage ich mich auch als Frau, wenn ich predige, was unterscheidet meine Predigt von einer Lehre? Ich möchte als Frau aufpassen, dass ich nicht die autoritative Lehre einer Gemeinde übernehme. Die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich in einer Gemeinde eingeladen bin zum Predigen als Gastsprecherin und nicht anfange zu lehren und damit über die Männer zu herrschen? Hm. Also wie kann ich dieses Distanz wahren? Ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Mhm. Das ist die eigentliche Frage, um die es geht. Überhaupt diese Unterscheidung, die du gerade vorgenommen hast, die ist vielen gar nicht klar. Denn sie verbinden mit, eine Frau soll nicht lehren, eine Frau soll nicht predigen, weil sie diese Differenzierung nicht kennen. Woran liegt es? Das frage ich mich auch. Also warum ist es in uns so drin, dass wir denken, predigen, lehren, eine Frau hat nicht zu predigen, Punkt. Also warum betrachten wir das nicht differenzierter? Also ich habe ja auch richtig lang gebraucht, bis ich überhaupt auf diesen Gedanken gekommen bin, guck mal genauer hin. Warum sind wir da so? Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir ein sehr reduziertes Gottesdienstverständnis haben, wie Gemeinschaft der Kinder Gottes abläuft. Mhm. Wir haben es begrenzt auf die Kanzel, von wo, ich sag mal, das Schiff Gemeinde gelenkt wird, und haben verloren, dass es in der neutestamentlichen Gemeinde multiple Formen von Redebeiträgen gibt. Da gibt es ganz viele geistgewirkte Begabungen von Geschwistern, von Männern und von Frauen, die im Neuen Testament völlig unproblematisch miteinander wirkten. Da gab es das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, gegenseitige Ermutigung, gegenseitige Ermahnung, prophetische Rede, Sprachenrede, Auslegung von Sprachenrede. Das erlebe ich aber auch in Gemeinden auch nicht mehr oft, dass das so gemacht wird. Du hast meistens einen Lobpreisteil, singst deine zwei Lieder, schön liturgisch nach, und dann kommt die Predigt und dann gehen alle nach Hause. Aber das alles, was du jetzt genannt hast, das erlebe ich jetzt selten. Klar, ja, erlebe ich das auch in manchen Gemeinden, aber doch schon eher selten. Und dadurch, dass wir wenige haben, die überhaupt zu Wort kommen, identifizieren wir den, ich sag mal, den Löwenanteil an Redebeitrag im Gottesdienst immer als Predigtlehre. Das ist das, was leitet, das ist das, was lehrt. Mhm. Und wenn dann andere Personen dann aufstehen und etwas weitergeben, was Gott ihnen groß gemacht hat, und das dann länger als 10 Minuten geht, dann sagen wir gleich, das ist eine Predigt, das ist gleiche Lehre, und das sollen ja Frauen nicht machen. Und da sehe ich die Legitimation vom Neuen Testament alleine nicht her. Wir sehen im Neuen Testament eine große Vielfalt an Redebeteiligung, durchaus auch Lehre, aber nicht alles, was wir in unseren Gottesdiensten weitergeben, ist autoritative in diesem Sinne. Ich würde sogar sagen, dass die deutschen Gemeinden sehr wenig Lehre in diesem autoritativen Sinne behandeln oder beinhalten, sondern vielmehr oft Ermutigung, Ermahnung, aber nicht so, das sind wir, das sind die Standards von Gemeinde, die wir etablieren, die wir in die Gemeinde installieren und die wir hochhalten. Voll. Aber da stelle ich mir auch die Frage, weil das erlebe ich ja auch, ich bin ja ziemlich viel in Deutschland unterwegs, in verschiedensten Gemeinden, und ich liebe die unterschiedlichen Predigten. In der einen Gemeinde gibt es ein bisschen weniger, in der anderen ein bisschen mehr. Ich gehe in eine Gemeinde, wo wir sehr tief ins Wort reingehen und wo ich sagen würde, das sind fast schon keine Predigten, sondern das sind eher richtige Wortauslegungen, Bibelstudien. Ich habe das Gefühl, ich bin im Theologiestudium manchmal, weil wir wirklich Vers für Vers durch die Bibel gehen und dann wirklich tief in das Wort Gottes gehen und der Pastor dann wirklich Vers für Vers auslegt. In anderen Gemeinden erlebe ich das nicht immer so. Da habe ich manchmal schon das Gefühl, in manchen Gemeinden wird gepredigt und in manchen gelehrt. Normaler herkömmlicher Christ macht jetzt wahrscheinlich nicht die Unterscheidung und sagt, ah, hier wird gelehrt, hier wird gepredigt, hier wird ein bisschen gelehrt, mitpredigt und so. Also normale Christen machen da ja keine Unterscheidung, sondern sagen, das ist der Prediger, Punkt. Das ist der Lehrer oder der Preacher. So. Genau. Und ziehen da keine Differenzierung. Mhm. Genau, und diese Differenzierung muss aber wieder beigebracht werden. Mhm. Und ich glaube, dass wir intuitiv schon auch in unserem Herzen auch eine Differenzierung verspüren. Zum Beispiel, ich hatte vor einiger Zeit einen Missionar bei uns im Gottesdienst. Und der hat auch 20 Minuten gepredigt und danach einen Missionsbericht gegeben. Mhm. Niemand hat von ihm erwartet, dass er den Job des Hirten tut vor Ort. Die Gemeinde weiß, es ist ein Unterschied, ob unser Pastor Waldemar predigt und lehrt, in Autorität ethische und dogmatische Standards setzt, oder ob hier ein Missionar auf die Kanzel geht
und uns motiviert, das Reich Gottes zu gestalten und alles für Jesus zu opfern. Er ermutigt dann, oder? Würdest ja, selbstverständlich. Sagen, würdest du sagen, er predigt dann in dem Moment auch? Ja, es ist eine frohe Botschaft dessen, was Gott tun kann. Ja, und was er auch in seinem Leben getan hat. Und er motiviert uns dadurch. Er ermahnt uns auch. Und vielleicht auch sogar streng, ja, dass wir den Missionsauftrag nicht schleifen lassen sollen. Aber es hat eine ganz andere Weisungskraft, eine ganz andere Weisungsbefugnis, als wenn ein Ältester predigt. Ich war ja auch Jugendleiter zum Beispiel. Oder auch Lobpreisleitung. All das kenne ich. Aber dort unterweise ich die Gemeinde nicht in diesem autoritativen Sinne. Sondern das sind unterschiedliche Formen. Die Frage ist immer noch, wann fange ich an, eine Gemeinde zu unterweisen? Zum Beispiel, wenn ich bei meiner Predigt sage, so im 1. Thessalonicher 5, ich habe das Thema Prophezeiung auf dem Herzen, Jesus oder Gott ermutigt uns dazu, gegenseitig prophetisch in die Leben der anderen Leute zu reden. Mhm. Dann habe ich einen Bibelvers und ich lehre ja in dem Moment auch die Jungs oder Männer, die da sitzen, dass sie prophetisch in das Leben anderer Leute reden. Letztlich lese ich ja eigentlich nur einen Bibelvers vor und ermutige die Leute. Ne? Würdest du das jetzt schon als Lehre bezeichnen? Nicht zwangsläufig. Okay. Wir haben in der Schrift die Gabe der Geisterunterscheidung. Und wenn Gott dir als Frau die Gabe der Geisterunterscheidung gibt, um festzustellen, hier ist etwas geistlich im Argen und das offenbart Gott dir und es stimmt überein mit dem Wort Gottes und prophetisches Reden oder Offenbarungen müssen immer auch in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein, dann ist es ein Charisma, was du ausübst, was der Gemeinde dienlich sein soll. Aber du als Glied der Gemeinde hast nicht die Autorität verliehen bekommen, diese Gemeinde jetzt auch umzustrukturieren, umzudefinieren. Sondern das, was dann dort offengelegt wird, da hat dann die Ältestenschaft einen Job zu tun. Denn auch die Ältestenschaft hat blinde Flecke, oder? Kannst du mal ein Beispiel nennen? Weil das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Wann würde ich zum Beispiel die Autorität in der Gemeinde übernehmen in meiner Predigt, versehentlich? Kann das passieren? Wahrscheinlich schon. Welcher Satz oder einfach mal, dass man was Handliches hat, wo man weiß, sowas wird schon in eine falsche Richtung gehen. Also ich kann von mir biografisch erzählen, wo ich mal diese Linie überschritten habe. Das war, als ich Jugendlicher war und mich mit dem Thema des Heiligen Geistes auseinandergesetzt hatte und voll on fire war für die Charismen und den Heiligen Geist. Dort hat mich eine Jugendgruppe eingeladen und die wollten, dass ich über den Heiligen Geist spreche. Und in der Gemeinde, wo ich dann dort gesprochen habe, dort sind diese Dinge überhaupt nicht etabliert. Geistesgaben, Sprachengebet und so weiter und so fort. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe einfach gesagt, naja, ich habe doch das Wort der Wahrheit in der Hand und habe damit auch ein Mandat, überall auch die Standards zu definieren, sage ich jetzt mal. Und bin dann in diese Jugendgruppe reingegangen und habe leidenschaftlich vom Heiligen Geist gepredigt, aber eigentlich gelehrt. Die Jugendlichen waren voll interessiert, aber auch irritiert. Und dann nach der ganzen Chose haben wir gemerkt, das ging dann an die Gemeindeleitung ran und dann haben die gemerkt, Moment mal, dort in der Gruppe werden Dinge etabliert, die haben wir nicht erlaubt. Und dort habe ich, einfach weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, weil ich gar nicht wusste, dass es da einen Unterschied gibt, habe einfach gedacht, ich gehe dort in die Gemeinde und spreche Wahrheit aus. Und ich glaube auch, dass das wahr ist, aber ich habe nicht das Mandat dort. Also das war schon der Schritt in diese autoritative Lehre, weil die Gemeinde es nicht mal vorgibt. Ganz genau. Und heute habe ich die Sensibilität, wenn ich irgendwo predige, dann lehre ich nicht, sondern ich verkündige die Wahrheit, ja, aber ich weiß ganz genau, wo sind meine Grenzen. Du meinst, du lehrst nicht autoritativ, oder? Ganz genau. Also lernen tust du ja schon, weil natürlich. Du bringst mir was bei. Natürlich, ich unterrichte die Gemeinde, ich werde auch zu Lehrseminaren eingeladen, aber wenn es dann darum geht, die Standards zu definieren, okay, dann sage ich den Gemeinden auch immer, das ist etwas, was ihr mit euren Ältesten und Pastoren vor Ort klären müsst. Das ist meine Haltung und meine Meinung, meine Position, weil ihr mich jetzt gerade fragt. Aber ich kann hier eure Gewissen nicht binden. Denn dazu bin ich nicht gesetzt hier in dieser Gemeinde. Und die autoritative Lehre ist immer auch in Gemeinschaft und Gemeinde auch eingebunden. Auch das, was wir jetzt gerade tun, ist ja auch irgendwie eine Unterweisung ins Internet. Aber es hat eine ganz, ganz andere Qualität. Weil wir unterhalten uns, Leute können das als förderlich achten oder auch nicht, können uns beklatschen, bejubeln oder auch abkanzeln und haten.
Aber wir haben nicht den Anspruch und auch nicht die Forderung, dass das, was wir jetzt miteinander hier gerade teilen, dass das die Gewissen bindet. Wir können es auch nicht einfordern bei unseren Zuschauern. Das ist nicht die Rolle und das ist auch nicht das Setting, wo autoritative Lehre ausgeübt werden soll. Voll. Ich finde das Thema super spannend, gerade als Frau. Ich glaube, als Mann, vielleicht, also ich freue mich, dass du hier so viele Gedanken darüber machst. Ich habe das Gefühl, als Mann ist es viel einfacher, sowas hinzunehmen. Als Frau guckst du da schon genauer, so, was will der Vers mir jetzt eigentlich sagen? Also, wenn ich dich richtig verstehe, ziehst du wirklich die Unterscheidung zwischen Predigt und Lehre, vor allen Dingen zwischen autoritativer Lehre und herkömmlicher Lehre, können wir das so sagen? Ja. In der Gemeinde passiert. Das bedeutet, du würdest in der Gemeinde eine Frau predigen lassen? Also ich hab kein Mandat, biblisch zu sagen, dass eine Frau Worte der Weisheit, Erkenntnis und Wahrheit der Gemeinde zu vermitteln. Ich habe kein Mandat, ihr das Reden zu verbieten. Ja, aber nicht nur Worte der Weisheit und so weiter. Wenn jetzt eine Gastpredigerin kommt und sagt, das Thema XY auf dem Herzen und das wäre, sie wird auch die Bibel benutzen natürlich als Referenz, das wäre in Ordnung. Theoretisch ja, ganz genau. Und hier muss man schauen, wie ist die Gemeinde aufgestellt? Versteht die Gemeinde diese Unterscheidung? In Gemeinden, wo gelehrt wird, wo richtig stark gelehrt wird, haben Menschen oft die Erwartungshaltung, das, was jetzt hier zum Beispiel sonntags passiert, ist Lehre. Das wäre bei uns zum Beispiel so der Fall. Also ich könnte es nicht richtig verstehen, wenn jetzt eine Frau da oben stehen würde, weil ich kenne das, dass die Männer das Wort richtig tief auslegen. Ich habe das Gefühl, ich kriege wirklich nur Bibelstudium reingedrückt, also im positiven Sinne. Also wir haben wirklich, also ich bin da richtig dankbar dafür. Es ist jetzt anders wie eine Predigt, die ich in anderen Gemeinden höre, ne? Ja, genau. Die Erwartungshaltung in deiner Gemeinde, aber in meiner Gemeinde ist das ganz ähnlich, ist, wir kriegen hier wirklich lenkende, autoritative Weisung für unser Leben. Und nicht, ich sag mal, nur Predigt. Aber es gibt in unserer Gemeinde durchaus auch Settings, wo wir zusammenkommen, wo wir uns zum Beispiel zum Gebet zusammentreffen und dann eine Frau, dann nennt man das Impuls, ja? Aber es ist eigentlich eine Predigt, dass sie einen Vers hat und uns pushen möchte in eine Richtung, die in Übereinstimmung dessen ist, was wir glauben. Das ist aber sie würde nicht sich hinstellen und sagen, liebe Gemeinde, wir müssen in ethischen oder dogmatischen Fragen in diese Richtung gehen. Da frage ich mich auch, warum macht man da eine Unterscheidung und lässt Frauen Impulse halten? Das machen ja auch viele konservative Gemeinden, wo Frauen nicht predigen. Genau. Sie sich trotzdem auf die Bühne stellen, Männer sitzen dort und die Frau ermutigt Leute, liest einen Bibelvers vor. Genau. Ist ja praktisch fast nichts anderes als eine Predigt. Und da macht man sich fast schon irgendwie was vor und versucht es irgendwie so auszulegen, dass es einem irgendwie passt. Aber dennoch ist es gerade eine Frau, die Männer lehrt. So, ja, und in jedem Fall lehrt eine Frau oder auch ein Mann. Also mir fällt halt immer wieder dieser Vers in 1. Korinther 14, Vers 31 ein, wo Paulus sagt, ihr sollt alle weissagen, damit alle davon lernen. Ne? Ja. Und wenn ich etwas lerne, dann werde ich gelehrt. Und das war für mich nachher ein Vers, der für mich sehr bedeutsam wurde. Der war mir vorher gar nicht so bewusst, aber wenn du etwas lernst, wirst du gelehrt. Und eine Frau, die prophezeit, die übernimmt ja auch in dem Moment meines Erachtens nach total geistliche Verantwortung. Wenn du jetzt sagst, Pastor, der Herr hat mir gerade gesagt, das geht jetzt an die Gemeinde. Ja. Ich finde, da kann der Pastor gar nicht so schnell prüfen, ist das jetzt richtig. Also da muss man ja auch irgendwo vertrauen. In dem Moment übernimmt sie doch auch irgendwo geistliche Verantwortung für Männer, wenn sie sagt, natürlich kann sie sagen, prüft das anhand der Schrift. Aber wenn sie sagt, der Herr hat mir gerade gezeigt oder der Heilige Geist sagt gerade das und das und das, dann ist das ja auch eine Riesenverantwortung, die du hast. Und die Männer werden dazu auch noch gelehrt von einer Frau. Wozu die Bibel ja in 1. Korinther 14, 31 aufruft. Und das war nachher so der Punkt, wo ich dachte, okay, Paulus, er kann kein allgemeines Schweigeverbot meinen in dem Vers, sondern es geht viel tiefer. Und ich finde es spannend, dass wir das... Ich finde, die prophetische Begabung ist dort ein wesentlicher Punkt. Mhm. Hier empfängt eine Frau ein Wort des Herrn. Da müsste man meinen, das hat schon ziemlich viel Autorität. Das hat ziemlich viel Kraft, viel Weisung. Und sie soll auch das teilen, Männer und Frauen sollen das teilen, nicht nur Älteste. Und dennoch, wenn wir 1. Korinther 14 lesen, ermahnt Paulus die Propheten in der Gemeinde, dass das apostolische Wort, was die Standard setzt, über dem prophetischen Wort steht und das prophetische Wort sich zu unter...
sich unterzuordnen hat, unter der apostolischen Lehre. Spannend. Und deswegen sage ich ja, natürlich ist es, wenn eine Frau mit prophetischen Worten kommt oder mit Bibeltexten kommt und sie der Gemeinde ans Herz legt und sie darin ermutigt, darin zu wachsen, dann hat das natürlich, da ist natürlich Weisung und Lehrgehalt drin. Das ist der Punkt. Und dennoch unterscheidet Paulus sehr stark zwischen allen Charismen und der apostolischen Lehre, die die Ältesten etablieren sollen und, ich sag mal, bewachen sollen, dass niemand darüber hinausgeht. Voll gut, ja. Und so würden wir, wenn Gastprediger bei uns predigen, die wissen ganz genau, ich informiere die, das sind unsere Leitlinien, das sind unsere Standards. Und wir sind zum Beispiel eine Baptistengemeinde. Mhm. Wir haben eine dezidierte Tauftheologie, dass oder gläubige Menschen getauft werden sollen. Aber wenn jemand in dieser Frage eine andere Überzeugung hat, dann ist er trotzdem mein Bruder, kann auch predigen, aber er wird nicht über Taufe lehren. Ja, voll weise, ja, finde ich richtig gut. Ja, mir fällt gerade noch ein Punkt ein, wir haben dieses Argument gar nicht genannt jetzt in dem ganzen Interview, weil es vielleicht auch ziemlich gebraucht ist. Aber ich möchte es dennoch einfach erwähnen, geht jetzt wieder auf das Thema Verkündigung ein. Die Frauen waren die ersten am Grab Jesu und ich weiß, das ist so ein Argument, wo man sagt, ja, das wird ja immer gesagt, aber ich finde, mir bedeutet es viel, dass Jesus sich als erstes den Frauen gezeigt hat. Und die Frauen waren die ersten Verkündiger der Auferstehung. Wie krass ist das? Ja. Sie waren die ersten, die Kyrisso, die den Jüngern verkündigt haben und gesagt haben, hey, Jungs, Männer, der Herr ist auferstanden. Also die beste, also die Botschaft, die auf den Kanzeln heute gepredigt wird, jeden Sonntag, das waren die Frauen waren die ersten, die diese Botschaft gelehrt haben oder verkündigt haben. Ich sage verkündigt, was ja auch verkündigt heißt hier. Aber das finde ich spannend. Also das ehrt mich auch irgendwie total als Frau. Ich sage, Jesus, krass, du hättest auch einem Mann begegnen können. Da wird schnell gesagt, ja, den Frauen hat man damals nicht geglaubt. Das hat Jesus mit Absicht gemacht, damit man der Auferstehung nachher glaubt und so weiter. Für mich hat es auch einen Charakter, wo ich sehe, Jesus vertraut den Frauen was an und die Frauen dürfen von ihrem Retter sprechen. Und ich glaube, Jesus wird nicht wollen, dass ich schweige über ihn, sondern er sagt, geh raus und erzähl der Welt von mir. Ja. Und mittlerweile darf ich sagen, als Frau habe ich ein gutes Gewissen dabei, einfach zu sagen, Leute, Jesus lebt und macht das, was in der Bibel steht, wenn ich das Mandat von Gott bekommen habe, hey, du sollst es tun. So, du kannst von mir reden, du kannst die guten Wunder, die ich an dir tue, verkündigen, erzähl den Leuten dafür, sei ein Zeugnis. Ich würde es viel zu schade finden, wenn ich das, was Jesus in meinem Leben tut, für mich behalten würde und nicht rausgehen würde, den Menschen davon erzähle und das auch auf einer Bühne vor Leuten und vor Männern vielleicht sogar. Aber dazu kommen wir gleich noch im zweiten Teil. Es gibt gleich noch einen Q&A-Teil, wo wir noch auf sehr viele Fragen eingehen werden, wie darf eine Frau leiten, Hauskreis, Lobpreis und so weiter. Ich meine, dieser Vers im 1. Timotheus hat viel mit Leiterschaft zu tun, irgendwo mit einem Bild von geistlicher Leiterschaft. Aber darauf kommen wir gleich noch im zweiten Teil ein. Wir haben jetzt den Unterschied zwischen Lehre und Predigt festgehalten. Fand ich ganz gut. Hast du noch zu diesem Unterschied was zu sagen oder irgendwas, was dir gerade noch auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das müssen wir noch sagen? Als Pastor fällt mir immer was ein. Ich möchte gerne da einhaken, wo du sagst, dass Jesus den Frauen etwas offenbart hat und anvertraut hat. Ja. Das passt schön zu dem, was wir vorher über die Prophetie gesprochen haben. Jesus vertraut Frauen etwas an. Die Frauen korrigieren die Männer. Jesus, dass sie glauben sollen, das, was Jesus ja schon vorausgesagt hat. Ja. Die haben ja keinen Glauben gehabt und Jesus schalt dann auch ihren Unglauben dafür, dass sie den Frauen nicht geglaubt haben. Yes. Und die Frage ist, Jesus schenkt den Frauen etwas, sie geben es weiter, sie bringen das in diese Gemeinschaft hinein, aber wer hat dann später die Rolle, das zu etablieren, festzuhalten und auch zu verteidigen gegen äußere Angriffe? Das sind dann nicht mehr die Frauen, sondern das sind dann Älteste. Das sind dann die kirchlichen Leiter, die gesagt haben, das haben wir gelernt. Durch die Frauen haben wir hier etwas gelernt, aber wir ducken uns nicht weg, sondern nehmen unsere Verantwortung jetzt ernst. Wir sind wieder auf Spur und wir nehmen unsere erste geistliche Verantwortung an. Voll gut. Richtig cool. Ich muss sagen, du hast auch einen bedeutsamen Teil dazu beigetragen, dass ich so tief in das Thema reingehe, weil du das mich am Anfang ja auch gefragt. Ich hatte so meine gewisse Auslegung, womit ich echt Frieden hatte, gerade so in Bezug auf 1. Korinther 14, Vers 31. Das fand ich immer sehr gut. Aber du hast mich da auch sehr zum Nachdenken angeregt und auch voll motiviert, noch tiefer in das Wort einzusteigen und wie wichtig das ist, dass man wirklich so richtig tief reingeht. Ich hätte anfangs, glaube ich, auch nicht so krass die Unterscheidung zwischen Lehre und Predigt gezogen. Aber jetzt, wie
Also, wie stimmt? Wie macht er wirklich eine Unterscheidung? Also, Wahnsinn. Ich finde es richtig spannend, von dir zu hören. Und ich freue mich jetzt voll auf den zweiten Teil. Ja, dann danke, dass du heute da warst und uns da reingeführt hast in den ersten Teil. War richtig spannend. Was mir noch einfällt zu sagen, du hast noch eine, also wer jetzt sagt, ihr habt noch Verse ausgelassen aus der Bibel, zum Beispiel 1. Korinther 14, wo die Frauen zum Schweigen verdonnert sind sozusagen, da hast du eine Predigt drüber gehalten. Die heißt, sind geistbegabte Frauen zum Schweigen verdonnert? Genau, genau. Da habe ich nämlich den Ausdruck. Die kann man sich noch anhören, falls Leute Fragen haben. Das war mir auch noch wichtig zu sagen. Nicht, dass gesagt wird, ah, ihr habt jetzt hier aber ganz viele Stellen außer Acht gelassen. Da kann man sich die Predigt nochmal anhören. Ein anderer Blickwinkel auf die ganze Sache. Cool, dann schön, dass du da warst und dann bis gleich. Genau eine Stunde. Jesus, krass. Amen.